Plötzlich wirst du vor die Entscheidung gestellt, deinen Wellensittich zwangsernähren zu lassen oder einschläfern zu müssen. Zwangsernährung. Warum macht man das? Wie macht man das? Und wann ist es sinnvoll und wann wird es zur Tierquälerei? Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Wir lieben unsere Piepser und plötzlich wird einer krank. Er frisst immer weniger, er wird immer schwächer, das Brustbein steht hervor. Wenn du das bemerkst, ist die Krankheit schon weit fortgeschritten. Der vogelkundige Tierarzt stellt dich vor der Wahl, deinen Piepser einschläfern zu lassen oder zwangs zu ernähren. Eine Garantie auf Heilung gibt es nicht. Um dir die Entscheidung etwas zu erleichtern, möchte ich das Thema etwas genauer beleuchten. Zwangsernährung, wieso macht man das? Verschiedene Gebrechen und Krankheiten können dazu führen, dass der Vogel nicht mehr selbstständig fressen kann oder nicht mehr selbstständig frisst. Dazu gehört auch die Makrohabitose, wie Megabakteriose auch genannt wird, eine Pilzerkrankung, die das Verdauungssystem angreift. Auch Infektionen des Kropfes durch Bakterien, durch Fasern von Seilen, durch Milben, schwere Verletzungen des Schnabels oder die Verweisung von Küken können eine Indikation für Zwangsernährung sein. In vielen Fällen rettet Zwangsernährung das Leben. In vielen Fällen verlängert es aber auch nur das Leid. Wann ist es sinnvoll, wann nicht? Bitte deinen vogelkundigen Tierarzt um eine Prognose. Er kann dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber er kann dir sagen, ob es eine Chance, eine Aussicht auf Besserung gibt oder nicht. Je nachdem, wie weit eine Krankheit schon fortgeschritten ist und wie geschwächt der Vogel schon ist, macht Zwangsernährung Sinn oder nicht. Verwaisten Küken aber schenkst du damit das Leben. Meistens muss der Wellensittich, der zwangsernährt werden muss, beim Tierarzt bleiben, da es für einen Laien sehr schwierig ist, das durchzuführen. Das kann hohe Kosten verursachen, die es auch zu bedenken gibt. Der Vogel wird den Brei nicht freiwillig schlucken, deshalb kann er nicht mit einem Löffel gefüttert werden. Er wird sich verschlucken, den Brei im Schnabel hin und her schnieben und womöglich daran auch ersticken. Er muss mit einer Kropfsonde gefüttert werden. Dazu schiebt der Tierarzt eine gebogene Nadel mit rundem Kopf in den Kropf des Vogels und bringt so den Nahrungsbrei direkt in den Kropf ein. Das ist die schonendste Methode, um einen kranken Vogel zwangs zu ernähren. Das erfordert aber sehr viel Fingerspitzengefühl. Es ist eine sehr stressige Tortur für den Vogel. Er muss dazu eingefangen und mit der Hand fixiert werden. Ist ein Vogel nicht handzahm, besteht die Gefahr, dass er durch die Stresssituation, durch einen Schock oder einen Herzinfarkt stirbt. Was wird gefüttert? Nahrhaftes, vitamin- und mineralstoffreiches Papageienaufzuchtsfutter. Das gleiche, das man auch zum Aufziehen der Küken verwendet. Nicht zu verwechseln mit dem Eifutter, das als Aufzuchtsfutter im Zoofachhandel verkauft wird und das die Eltern zuerst vorverdauen müssen, bevor sie es den Küken füttern. Babybrei darf auch nicht verfüttert werden, schon gar nicht mit Milch. Das verursacht schwere Verdauungsprobleme und schwächt den Vogel nur noch umso mehr. Es könnte geschwächte Vögel sogar töten. Der Vogel muss 3 bis 5 Mal täglich gefüttert werden, Küken sogar öfter und auch in der Nacht.
Der Tierarzt bestimmt den Zyklus und die Menge, damit nichts im Kropf zurückbleibt und der Vogel dadurch keine Probleme bekommt. Hygiene hat dabei oberste Priorität. Sollten Breireste auf die Federn gelangen, müssen sie sofort entfernt werden, da sie hart werden wie Beton. Und es könnten sich in den Breiresten Bakterien bilden, die wiederum nur schlecht für den kranken Vogel sind. Außerdem wird der Wellensittich beim Tierarzt mit einer Wärmelampe warm gehalten, denn Vögel, die krank sind, haben kein Fieber, sie frieren. Wenn der Vogel gute Chancen hat, später wieder normal und selbstständig fressen zu können, dann darfst du ihm die Zwangsernährung nicht vorenthalten, koste es, was es wolle. Es ist seine einzige Chance auf Leben. Wenn aber nicht und der Zustand verschlechtert sich, tust du deinem Vogel damit nichts Gutes. Dann ist es sinnvoller, sich dafür zu entscheiden, ihn einschläfern zu lassen und das Leid zu beenden, auch wenn es weh tut. Anders ist das bei verwaisten Jungvögeln. Sie würden nicht überleben, wenn sie nicht per Hand gefüttert würden. Sie nehmen den Brei auch freiwillig und schlucken ihn selbstständig, so wie meine zwei Notfallpiepser, die ich vom Ei an großgezogen habe. Sie den Eltern wegzunehmen, um zahme Küken zu bekommen, ist allerdings sehr egoistisch und gilt als Tierquälerei auch vor dem Gesetz. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Wir sehen uns im nächsten Video. Sei wieder dabei.